Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Hauptschloss, in den Hauptteil des Schlosses. Hier ist wohl wieder so ein kleiner, naja, ich sag mal, Kerkerraum, den ich schon mal leergeräumt habe. Jowen haben wir übrigens auch getroffen, ja, der Magierfreund vom Anfang, vom Intro, vom Prolog. Und ich habe den jetzt aber erstmal im Kerker sitzen lassen, weil er ist sich wieder zu schade, mir zu helfen. Hat er Pech gehabt. Oh, das kommen einige. Da oben auch noch. Ach, scheiße. Was bist du denn für einer? Wiedergänger. Ja, ich glaube, die sind stark. Ich bin gespannt, wie ich die irgendwie wegkriege. War so klar, dass die wieder alle mich angreifen. Oh, Alistair. Nimm mal lieber so einen Rundumschlag. Vielleicht mal Lyrium tragen. Die nächste Heilung kommt. Und mein Mager ist tot. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie mache ich das jetzt? Mundumschlag. Beim Erbauer! Beim Erbauer, stirb! So. Schwacher haben wir noch. Nun kamen die unterschiedlichen Cooldowns. Jetzt kann ich den auch schon wieder hinterher schmeißen. Also dann, jetzt spürst du stark. Ja, der Wiedergänger, der muss sterben. Gut. Alistair. Grad so. Okay. Einmal noch, dann soll es ja eigentlich reichen, oder? So. Die unten sind weg, bis auf den hier, und jetzt sind da noch drei Bogenschützen oben. Mal sehen. Einer noch. So soll es sein. So soll es sein, genau. Schon wieder ein Kampf. Okay. Jetzt sind sie platt. Holla, das waren aber viele. Liliana noch aufwecken? Wo ist sie denn? Das war ach, da im Eck. Unerfreulich. Unerfreulich, ja, da könntest du recht haben. Okay, Wiedergänger, damit hätten wir auch eine neue Gegnerart kennengelernt. Die sind ziemlich ätzend. Die können auch so einen Sog machen und einen ranziehen. Das mag ja nicht so optimal. Natürlich! Weil dann liegst du direkt neben ihm und du liegst halt. Das ist nicht gut. Aber egal, hat ja irgendwie geklappt. Was wollt ihr? Mehr schlecht als recht, würde ich mal sagen, aber Sieg ist Sieg. Und so. Ja. So, nochmal Arkaner Schild. Und jetzt gehen wir mal rein hier ins Erdgeschoss des Schlosses. Von Schloss Radcliffe. Oh, da geht's nicht weiter. Oh, was tut der da? Sind das unsere Besucher? Die, von denen du erzählt hast, Mutter? Oh. Ja, Connor. Das klingt nicht gut. Und der hat meine Soldaten besiegt? Die ich schickte, mein Dorf zurückzuerobern? Ja. Und jetzt starrt es mich an? Was ist das, Mutter? Ich sehe es nicht richtig. Das ist ein Elf, Connor. Du hast schon Elfen gesehen. Wir haben welche hier im Schloss. Ach ja? Ich habe ihre Ohren abschneiden und an die Hunde verfüttern lassen. Sie haben stundenlang daran gekaut. Soll ich es in den Zwinger schicken, Mutter? Oh, Connor. Ich flehe dich an. Tu niemandem was. Mutter? Was geht hier vor? Wo bin ich? Oh, dem Erbauer sei Dank. Connor. Connor, hörst du mich? Hinfort, närrisches Weib.
Du beginnst mich zu langweilen. Grauer Wächter, bitte tut meinem Sohn nichts. Er ist für seine Taten nicht verantwortlich. Tja. Dann ist er also die böse Macht, von der ihr spracht. Nein, sag das nicht. Der Junge ist also eine Abscheulichkeit geworden und hat den Schleier zerstört? Connor wollte das nicht. Es war der Magier, der ihn vergiftet hat. Der hat alles ausgelöst und den Dämon beschworen. Connor wollte nur seinem Vater helfen. Und ist dann mit dem Dämon eine Abmachung eingegangen. Dummes Kind. Es war ein fairer Handel. Vater lebt, genau wie ich es wollte. Jetzt nehme ich auf dem Thron Platz und erobere mit meinen Armeen die Welt. Niemand sagt mir mehr, was ich tun darf. Ich schon. Niemand sagt ihm, was er tun darf. Niemand! Oh je. Still, Onkel! Habe ich nicht gesagt, was passiert, wenn du weiterhin so schreist? Doch, das habe ich. Aber bleiben wir doch gesittet. Dieser Mann soll seine ersehnte Audienz bekommen. Sag uns, weshalb bist du hier? Ich will dich aufhalten. Aber das Spiel ist nicht vorbei. Du darfst mich nicht aufhalten. Es will mir den Spaß verderben, Mutter. Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Seit du die Ritter fortgeschickt hast, willst du mir immer nur den Spaß verderben. Mir wird langsam langweilig. Ich will Aufregung. Ich will Taten sehen. Der Mann hat mein Spiel ruiniert, indem er das blöde Dorf gerettet hat. Und jetzt muss er für Ausgleich sorgen. Oh je. Was? Oh nee. Mantigen kämpft gegen uns, scheiße. Der ist auch total besessen. Oh oh, Liliana ist tot. Schon wieder ein Kampf. Ich schieß dabei mal diese Wachen weg hinten. Gnade. Zwei leben noch. Los geht's. Solange du noch kannst. Das war's. Tegan. Tegan, bist du in Ordnung? Oh. Es geht mir jetzt besser. Ich bin wieder Herr meiner Sinne. Andraste sei gepriesen. Deinen Tod hätte ich mir nie verziehen. Schließlich habe ich dich hergebracht. Ich bin so eine Närrin. Bitte. Connor ist dafür nicht verantwortlich. Wir müssen ihn doch irgendwie retten können. Die Sache wird böse enden. Das Kind ist zweifellos zu einer Abscheulichkeit geworden und kann nur noch auf eine Art aufgehalten werden. Er ist nicht immer dieser Dämon. Connor steckt noch in ihm und kommt manchmal zum Vorschein. Bitte. Ich will ihn doch nur beschützen. Hat nicht dadurch alles angefangen? Du hast den Magier hergebracht. Er sollte Connor insgeheim unterrichten, um ihn zu beschützen. Wenn sie herausgefunden hätten, dass Connor Magie beherrscht, hätten sie ihn fortgebracht. Ich dachte, wenn er im Geheimen genug lernt, dann... Was können wir tun? Ich würde normalerweise kein Kind töten, aber... Er ist eine Abscheulichkeit. Da haben wir wohl keine Wahl. Wir können keinen Jungen töten, Dämon oder nicht. Ihr könnt das doch nicht ernsthaft erwägen. Connor ist mein Neffe, aber er ist auch von einem Dämon besessen. Der Tod wäre eine Gnade. Nein, das kann nicht sein. Was ist mit dem Magier? Vielleicht weiß er ja etwas über diesen Dämon. Wenn er noch lebt, könnten wir ihn zumindest fragen. Er ist unten im Keller, er lebt noch. Dann müssen wir ihn sofort herbringen. Ich weiß nicht, ob wir ihm trauen können, aber wir müssen herausfinden, was er weiß. Tegan, holst du ihn? Ich versuche es. Aber wenn er sich weigert, werde ich ihn töten. Bin gleich wieder da.
Nach all euren Missetaten könnt ihr von Glück reden, am Leben zu sein, Jowen. Ich habe keinen Dämon beschworen, Lady Isolde, aber den Aal habe ich vergiftet. Und damit begann alles. Ich würde helfen, wenn ihr es zulasst. Der Dämon in Connor muss zerstört werden. Connor zu töten ist dabei sicher die einfachste Methode. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Ein Magier könnte sich dem Dämon im Nichts stellen, ohne Connor dabei selbst zu verletzen. Was bedeutet das? Der Dämon steckt doch in Connor, oder nicht? Nicht körperlich. Der Dämon hat Connor bei seinen Träumen im Nichts übernommen und kontrolliert ihn von dort. Wir können die Verbindung zwischen ihnen dazu benutzen, den Dämon zu finden. Ihr könnt das Nichts betreten und den Dämon töten? Ohne meinem Jungen zu schaden? Nein, aber ich kann einen anderen Magier dazu in die Lage versetzen. Das erfordert sonst Lyrium und mehrere Magier. Aber ich habe Blutmagie. Blutmagie benutzt die Lebensenergie anderer als pures Mana. Ja, das stimmt. Ich kenne ein Ritual, das Lebensenergie erfordert. Sehr viel sogar. Alles, um genau zu sein. Jemand muss also sterben. Jemand muss sich opfern. Ja, und dann schicken wir einen anderen Magier ins Nichts. Ich kann nicht, weil ich das Ritual durchführe. Ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Es ist nicht wirklich eine Lösung. Gibt es keine andere Methode? Die Energie muss von irgendwoher kommen, also entweder Lyrium oder Blut. Dann soll es mein Blut sein. Ich werde mich opfern. Was? Isolde, bist du wahnsinnig? Eamon würde das nie zulassen. Entweder tötet jemand meinen Sohn, um das Ding in ihm zu zerstören, oder ich gebe mein Leben, damit er seines behält. Für mich eine einfache Entscheidung. Blutmagie? Wie soll uns etwas Böses helfen? Zwei falsche Vorgehensweisen machen das Ganze doch nicht richtig. Ich halte es für eine vernünftige Lösung. Und eine freiwillige haben wir auch. Connor ist daran schuldlos. Er sollte nicht dafür bezahlen müssen. Ihr seid hier der Magier, nicht ich. Ihr werdet derjenige, der ins Nichts geht. Es ist eure Entscheidung. Seid ihr ganz sicher bereit für den Tod, Lady Isolde? Wenn ich Connor damit vielleicht retten kann, bin ich es. Du setzt Hoffnung in diesen jungen Magier? Er hat Eamon vergiftet. Er könnte eure Lebensenergie nehmen und dann angreifen. Er wäre ein Narr, das zu versuchen. Nein, ich glaube ihm. Ich gebe mein Leben, um wieder gut zu machen, was ich angerichtet habe. Ich bin dagegen. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Dann weiß ich, was wir tun müssen. Mein Sohn erwartet eure Entscheidung. Fällt sie rasch. Joan soll das Ritual durchführen. Danke. Wenn mein Sohn dadurch gerettet wird, habe ich keine Angst. Nun denn, wer geht ins Nichts? Werdet ihr es sein? Ich gehe. Ich werde euch ewig dankbar sein. Der Erbauer stehe euch bei. Nun dann, wollen wir mal anfangen. Oh je. Okay, dann sind wir wieder da, im Nichts. Und irgendwie sieht das überall gleich aus. Bist du das, Connor? Ich höre dich! Ich komme! Hä? Ist da jemand? Hallo? Nee. Vater, wo bist du? Was läuft hier denn alles rum? Lauter Geister. Aal Eamon? Ihr da. Habt ihr meinen Sohn gesehen? Ich kann ihn hören, aber ich finde ihn nicht. In diesem Nebel gehe ich ständig im Kreis. Ein Dämon hält euch gefangen, Aal Eamon. Das hier ist das Nichts. Das was? Ich verstehe nicht.
Ist Connor hier oder nicht? Beim Versuch, euch zu helfen, wurde Connor von einem Dämon besessen. Was? Besessen? Dann müssen wir ihm helfen. Seid ihr etwa deshalb hier? Ja, ich bin hier, um Connor zu helfen. Nein, nein. Ihr wollt mich in die Irre führen. Ich glaube euch nicht. Connor, wo bist du? Gut, dann glaubst du mir halt nicht. Sturer alter Mann. Da ist ein Portal. Nächste Ebene, wie es aussieht. Und ich bin auch ganz allein, aber das war mir fast klar. Ich hätte auch Morrigan schicken können, aber ich weiß nicht, ob... Da ist Connor. Wer bist du? Hast du Vater so krank gemacht? Sag es mir! Der Dämon hat das alles getan. Sag mir, wo er ist. Nein! Du willst Vater wehtun! Das lasse ich nicht zu! Oh! Also in der Form gefällt er mir besser. Hola, Chica. Wenn es kein Dämon wäre, ich würde dich sofort mitnehmen. Tja, das war es aber auch nicht sonderlich schwer, wenn ich ehrlich bin. War's das jetzt oder was? Hä? Und jetzt? Wieder zurück? Komisch hier alles irgendwie. Du machst Vater so krank! Ich helfe ihm! Und du hinterfragst mich nicht daran! Aha. Geh weg von hier! Du musst weggehen! Komme ich denn jetzt da hoch? Hoch sei diese vermaledeite Finsternis! Warum kann ich nichts sehen? Weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Sonnenbrille auf. Ach, hier kann ich mit ihm reden. Warum tust du mir immer weh? Warum willst du mich aufhalten? Hinfort, Dämon, und halte mich nicht länger auf. Du wirst nicht finden, wonach du suchst. Kehre zurück! Oh nein, gib mir, was ich will. Eindringling! Ich vertreibe dich! Oh. Diesmal hat sie Unterstützung. Oder S, oder... Weiß ich nicht. Aber die halten alle nicht viel aus. Praktisch. Und jetzt? Ich halte dich auf! Bestimmt! Komme ich da jetzt her, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Bin schon unterwegs! Hier scheint eine neue Ecke zu sein. Jetzt steht Connor hier. Vater wandert ziellos herum und sucht mich. Gefangen in meinem Netz. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Warum mischst du dich ein? Weil du dich in Dinge einmischst, Dämon, die dich nichts angehen. Connor hat sie eingeladen und eine Abmachung getroffen. Sie hat das Recht, mit ihm zu machen, was sie will. Sie? Nein. Du solltest jetzt gehen. Beharre nicht, sonst wird ihr Schlimmes widerfahren. Versuch's doch. Okay, es wird immer mehr. Allerdings, gleich bleiben schwach die Viecher. Oh, oh, oh. Kaum sage ich's, Heilung ist gut. Rundumschlag, ja, jetzt könnte ich ihn brauchen. Bin schon unterwegs. So, Heilung steht, gut. Dann weg mit dir. Na? Also die Flammeneffekte sind ganz schön stark. Bringt mein eigener Feuerball allerdings nicht so viel, weil Feuer und Feuer funktioniert in dem Spiel nicht. Und jetzt? Wieder ein anderer Bereich. Die hängt irgendwie lustig im Boden drin.
Sag mir doch mal nett Hallo. Also gut, keine Illusionen mehr. Wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Ihr seht meine wahre Form und seid auf meinem Besitz. Auge in Auge. Hier ist meine Macht am größten. Und dennoch will ich mich nicht mit euch messen. Wenn ihr vernünftig seid, haltet ihr das genauso. Wir sollten stattdessen reden. Auge in Auge. Ich starre auf ihre Titten. Worüber sollte ich mit euch reden wollen? Die Seele des Jungen ist mein. Wir können darum kämpfen oder verhandeln wie zivilisierte Wesen. Wenn ihr klug seid, behaltet ihr womöglich sogar die Oberhand. Was für ein Dämon seid ihr denn? Ich bin die Wollust. Was immer ihr Kreaturen der lebenden Welt wünscht, verschaffe ich euch. Lust, Macht und Gier sind mein Fachgebiet. Vielleicht gibt es ja etwas, das ihr wollt. Reden wir darüber. Es kostet euch auch nichts, außer einen Moment eurer Zeit. Es wird kein Gespräch geben. Ach, wie traurig. Nun denn, wenn ihr den Kampf wünscht, sollt ihr ihn haben. Zeigt, ob eure Macht mit eurer Kühnheit mithalten kann, Kreatur. Oh, die haut ganz schön raus. Direkt die Blitze. Los geht's! Na komm. Einfrieren wäre was gewesen. Oh, was macht die hier? Lauter Spiegelbilder. Widerstanden. Ja, toll. Okay, jetzt liegt sie erstmal. Was genau macht die da eigentlich? So, hab sie. Schade um die Möpse, aber ansonsten passt. So viele Tote. Aber wir gehören nicht dazu. Es ist also vorüber. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Zirkels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Sollte Eamon sich erholen, weiß ich noch nicht, wie ich ihm das beibringen soll. Isolde ist tot, hat aber mit ihrem Opfer den Sohn gerettet. Da ist immer noch die Sache mit Jawin. Er hat das Ritual durchgeführt und uns nicht hintergangen. Irgendwie hat er Connors Leben gerettet, auch wenn Isolde dabei gestorben ist. Was soll ich davon halten? Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jawins Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Macht mit ihm, was ihr wollt. Nun gut, dann werde ich den Magier bis auf Weiteres wieder einsperren. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Es mag seltsam scheinen, doch Isolds Auftrag für die Ritter könnte unsere einzige Hoffnung sein. Wir müssen die Urne der heiligen Asche finden. Wovon redet ihr? Isolde hat die meisten von Eamons Rittern auf die Suche nach der Asche von Andraste geschickt, die ihre Anhänger der Legende nach in Ferelden versteckt haben. Die Asche kann angeblich nahezu jede Krankheit heilen. Damit wäre Eamons Genesung so gut wie gewiss.
Können wir ihn nicht irgendwie anders heilen, mit Magie oder so? Das wurde bereits versucht. Und wir versuchen es auch weiterhin, jetzt, wo der Dämon nicht mehr da ist. Aber das Relikt bleibt eine weitere Möglichkeit. Eamon hat die Forschungen eines Skolaren in Denerim finanziert, Bruder Genitivi. Der versucht, die Inschriften auf Andrastes Geburtsstein zu entziffern. Als Eamon krank wurde, schickte Isolde ihre Ritter zu Genitivi, in der Hoffnung, dass der inzwischen Andrastes letzte Ruhestätte entdeckt hatte. Sie konnten ihn nicht ausfindig machen. Verzweifelt sandte Isolde andere Ritter aus, um ihn oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der Urne zu finden. Ich werde versuchen, das Relikt zu finden. Das vermag sonst niemand. Ich würde es selbst übernehmen, aber ich kann Radcliffe nicht seinem Schicksal überlassen. Geht zum Haus von Bruder Genitivi nach Denerim. Vielleicht findet ihr dort Hinweise über seinen Aufenthaltsort. Dort muss die Suche ihren Anfang nehmen, denke ich. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück. Der Erbauer sei mit euch. Möge die Macht mit dir sein. Okay, scheint eine neue Hauptquest zu sein, die Urne. Ja, Eamon können wir vergessen, der redet eh nicht mit uns, der redet generell mit keinem. Na, immerhin ist Radcliffe erstmal gerettet. Mal gucken, was Connor zu sagen hat. Du, hast du mich gerettet? Eigentlich hat dich deine Mutter gerettet. Oh, ich wünschte, Mutter wäre hier. Niemand sagt mir, wie sie gestorben ist. Ich soll erst älter werden. Besser so. Gut, dann geht's jetzt mal raus aus diesem Schloss. Ist eh viel zu eng hier alles. Schatzkammer? Okay, das ist doch zu verlockend. Ich hoffe, das geht. Nee, noch nicht. Klugheit erhöhen. Mal schauen. Nee. Da bräuchte ich nicht mehr Klugheit, um das auch noch zu machen. Nee, leider geht das nicht auf. Sehr schade. Schatzkammer klingt verlockend, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich da irgendwann nochmal hin zurückgehen. Ja, das Schloss ein bisschen zu erleichtern. Die haben doch eh zu viel Gold, oder? Ja. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Wie ihr meint. Okay, ich will jetzt auch nicht mehr alle Zimmer absuchen, weil meistens ist da eh nichts Vernünftiges dabei. Gehe ich jetzt mal raus. Hinaus! Los geht's. Falsche Tür. Hinaus! Natürlich! Sieht schon ein bisschen besser aus. Erdgeschoss. Da ist Tegan, mit dem haben wir mehr als genug geredet in letzter Zeit. Und da geht's zum Hof raus. Wunderbar. Jetzt nur noch dadurch, dann bin ich wieder in Lothering. In Radcliffe. Im Hauptteil von Radcliffe. Bin schon unterwegs! Jetzt gehe ich nochmal beim Schmied vorbei, weil dessen Tochter habe ich ja gefunden. Dorf Radcliffe. Achso, jetzt muss ich da echt hinreisen. So direkt daneben. Oh, da tut sich wieder was in Denerim. Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Okay,
Okay. Die Krähen von Antiva sind uns am Hals. Auf den Fersen. Das ist sowas wie die Assassinen-Gilde in dem Spiel, die Meuchelmörder. Bin mal gespannt, ob wir auf den Mann treffen. Auch noch ein Elf. Kann sich sicher anders irgendwie einigen. Aber Loghain merkt so langsam, dass sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Er will es zwar nicht zugeben, aber ich glaube, der Blick hat alles gesagt. Immerhin haben wir die Armee von Radcliffe schon mehr oder weniger rekrutiert, auch wenn Eamon noch nicht auf der Höhe ist. Sollte er ja sterben, denke ich mal, dass Tegan übernimmt und der ist auf jeden Fall unser Verbündeter. Natürlich werde ich trotzdem versuchen, die Urne zu finden. Achso, jetzt kann ich mit Owen reden. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Nehmt das. Als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung und dürfte euch nützlich sein. Danke, ich hab gern geholfen. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Das will ich hoffen. Erhaltene Gegenstände. So, was haben wir denn bekommen? Ah, eine neue Brustrüstung für Alistair, würde ich mal meinen. Die ist aber gar nicht so gut. Irgendwie überhaupt nicht gut. Toll. Du bist so nutzlos, Owen. Ihr seid hier willkommen. Was kann ich für euch tun? Reden wir über das Geschäft. Ihr könnt natürlich... So, dann wollen wir erstmal ein bisschen Zeug loswerden, inklusive der tollen Rüstung, die er mir geschenkt hat. Die bringt mir überhaupt nichts, dankeschön. So, Pfeile alle weg. Dreimal eiserner Ring, bringt kein Mensch was. So, was hast du sonst noch? Nichts Brauchbares, oder wie? Fallen, Fallen, Fallen. Nee. Nee, Fallenbau machen wir nicht. Schon wieder die falsche Tür, das ist mir doch schon mal passiert hier. Okay. Jetzt gucken wir mal nochmal die Questliste an. Der Aal von Radcliffe. Müsste ich nach Denerim gehen. Kann ich da überhaupt schon hin? Werd's herausfinden. Also, dann gehe ich jetzt mal raus aus der Stadt. Erstmal zurück ins Lager und wieder aufrüsten und Nachschub kaufen. Ich werde die Folge dann, sobald ich im Lager bin, beenden. Nur schon mal so als Vorwarnung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob da noch was passiert, wenn ich jetzt aus der Stadt rausgehe. Deswegen lasse ich es einfach mal noch laufen ein bisschen. Nicht, dass wir da eine Cutscene verpassen oder so, falls nochmal was kommt. Werden wir gleich sehen. Oder eben auch nicht. Nee, da geht's zum Schloss. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Da geht's raus. Mein neuer Stab ist irgendwie größer als ich. Deprimierend. Aha. Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Radcliffe. Das Ergebnis war doch recht erfreulich, findet ihr nicht? Ich wollte euch nur danken. Ihr habt alles getan, um die Familie des Aals zu retten. Und das mit Erfolg, obgleich ihr es euch leichter hättet machen können. Es gab so viel Tod und Zerstörung, dass es mich froh stimmt, dass wir wenigstens etwas retten konnten, wie unbedeutend es auch sein mag. Das war ich dem Aal schuldig. Wenn wir die Verderbnis aufhalten, retten wir noch viel mehr. Ihr habt recht. Hoffentlich ist dann noch genug von Ferelden übrig, das sich zu retten lohnt. Gut, nachdem wir den sentimentalen Teil hinter uns haben, können wir nun zur rituellen Verstümmelung zurückkehren. Oh, Moment. Heute ist gar nicht Dienstag, oder? Hä? Doch, heute ist sogar Dienstag. Also, bei mir zumindest. Ja,
Ich werde dann, wie gesagt, nochmal auffüllen, die Vorräte und so weiter, und dann in der nächsten Folge wieder starten. Dann geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.